Weil der 1.12. so ein schönes Datum ist, geht's jetzt auch endlich mal los mit Sims 4. Lange war es angekündigt. Und ich habe mich selber an die EA-Melkmaschine angeschlossen und alle Add-ons gekauft. Yay! Bis auf Zeit für Freunde, das habe ich noch nicht. Finde ich vom Inhalt her aber bisher auch eher ein bisschen doof. Mal gucken, ob ich das hole. Und wenn es deswegen ist, damit ich dran schreiben kann, mit allen Add-ons, mal gucken, ob das so der Geldbeutel hergibt. Jedenfalls, legen wir direkt mal los. Es gibt ein neues Update. Es gibt endlich einen Reparaturservice. Wow. Da habt ihr so lange für gebraucht, um das Feature aus Sims 1 reinzubauen. Ihr seid großartig. So, wir legen direkt los. Wir machen ein neues Spiel. Und, ja, wer die Streams im Vorfeld verfolgt hat, weiß auch schon... Ja, ist ja gut. Laber mir doch nicht rein, du Arsch. Der weiß auch schon, was ich mir so überlegt habe. Ich möchte nämlich gerne eine Künstlervilla betreiben, beziehen, wie auch immer man das nennen möchte. Und dafür brauchen wir natürlich ein adäquates Künstlerpärchen. Du fällst schon mal raus. Du kriegst kein Foto von mir. So, wir machen mal. Ja, der ist schon besser. Weil ich da irgendwie mehr Zugang zu habe, fange ich einfach mal mit der Frau an. Die können dann natürlich auch noch expandieren und Kinder kriegen. Das ist ja alles möglich. Jetzt muss ich nur kurz gucken, was ich da eigentlich haben will. Also auf jeden Fall, die Künstlerin soll auf jeden Fall sehr beleibt sein, habe ich mir so überlegt. Einfach so, weil ich das irgendwie immer schön finde, wenn Sims nicht wie aus dem Bilderbuch sind, sondern einfach mal auch ein bisschen menschennah. Jetzt muss ich nur gucken, wie das eigentlich geht. Ich kann doch hier bestimmt sagen, wie dick du sein sollst. Genau. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Machen wir es mal nicht ganz so übertrieben. Keine Muckis. Woher denn auch? So, und Künstler haben nämlich nichts mit Sport am Hut, behaupte ich jetzt einfach mal. So, machen wir hier mal noch ein bisschen. Ja, die Oberweite kann ruhig ein bisschen fraulicher sein. Nicht ganz so extrem vielleicht. So, und die Schultern können ruhig auch ein bisschen breiter sein. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Wie sieht das denn mit dem Gesicht aus? Ich hätte gerne, ohne jetzt da rassistisch klingen zu wollen, einen etwas europäischeren Look gerade. Einfach nur, weil das halt so ist. Weil meine Künstlerin halt keinen asiatischen Touch hat. Beziehungsweise ist das asiatisch oder ist das eher, keine Ahnung, ne? Vielleicht auch so ein bisschen in die südliche Richtung. So Brasilien oder so. Wie geht denn das nochmal? Ich bin halt leider jetzt nicht der absolute Profi in Sims. Das werdet ihr auch ganz schnell merken. Ich habe da halt mal angefangen mit und habe da ein bisschen was gebaut, aber so richtig auswendig weiß ich das jetzt alles nicht. So, wir suchen uns mal irgendein Gesicht aus hier. Das ist das Standard-Püppchen-Gesicht, wie es heutzutage auch in jedem Spiel irgendwie auftaucht. Finde ich ein bisschen langweilig. Wir nehmen mal lieber irgendwas so als Grundbild. Irgendwas, das sieht schon besser aus, beziehungsweise war das nicht gerade der Start? Das sieht doch nett aus. Das nehmen wir mal. So ein kleines Schweinchengesicht. Da fühle ich mich auch gleich identifiziert damit. Ich mit meiner Himmelfahrtsnase. So. Ja, das ist jetzt natürlich nur der erste Entwurf. Es geht natürlich dann auch noch weiter. Es wird noch weitere Sims geben. Ich will, dass die so ein bisschen Segelohren hat. Finde ich nämlich irgendwie süß. So ein ganz bisschen. So. Die Haare sind natürlich fürchterlich. Da machen wir andere. Was heißt denn dieser Stern eigentlich? Ich weiß es gar nicht. So, eine andere Haarfarbe hätte ich vielleicht auch gerne. Muss ich mich noch entscheiden. Irgendwas sehr Extravagantes auf jeden Fall. Es muss alles, das Wort extravagant wird in diesem Let's Play, beziehungsweise am Anfang, wo wir die Künstlerfamilie spielen, sehr häufig vorkommen. Ich werde das Wort einmal sagen und dann immer reinschneiden ins Video, wenn es vorkommen soll.
Weil dann spare ich mir nämlich ungefähr 100.000 Wörter pro Folge. So, warte mal, wie sieht denn das aus? Was nehmen wir da? Das ist eigentlich ganz nett. Das geht schon in die Richtung, die ich mir so vorstelle. Dann, ups, jetzt habe ich aus Versehen die Titten verändert, ne? Das ist ja beim Friseur passiert das ja auch öfter mal. Da gehst du zum Friseur, wenn du dann Haare anders haben willst, dann hast du auf einmal eine Brust-OP. Das ist dann immer schlecht, wenn das passiert oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch gewollt, ne? Brust-OPs sind ja für gewöhnlich etwas teurer als ein Haarschnitt. Es sei denn, man macht das irgendwo im zweifelhaften ausländischen Praxen. Ja, was, nee, das sieht aber, weiß ich jetzt nicht, nee, Frisur, irgendwas richtig, haben die gar nicht. Doch, hier, sowas ist doch gut. Boah, die erinnert mich gerade so an eine Freundin von meiner Mutter. Naja, ich hoffe, die guckt jetzt nicht zu, wenn doch. Yay, du bist in meinem Let's Play verewigt, herzlichen Glückwunsch. Die Frisur ist natürlich irgendwie schon ein bisschen kecker, ne? Aber als andere, diese komische Kleopatra-Frisur hat auch was. Oder ich nehme die. Boah, ist das schwierig. Ich glaube, ich entscheide mich später. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei dem Schwatt auch. Und dann gehen wir mal weiter. War bei dem Gesicht, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Ja, da grinste, ne? So, die Augenfarbe finde ich schon mal ein bisschen... Haben wir da noch was anderes? Das ist ja leider bei Sims 4 so, dass die ganzen coolen... eigenen Farbkombinationen und sowas weggefallen sind. Ja, lila ist doch super. Das haben die ja irgendwie rausgenommen, damit es harmonischer aussieht. Dafür muss ich mich jetzt, das ist ganz gut, da muss ich mich jetzt nicht mehr so viel entscheiden. So. Hautfarbe möchte ich, glaube ich, gerne ein bisschen heller haben. Weil die Frau ist ja, die sieht ja selten, eher selten das Tageslicht. Wobei, da so schlimm ist es jetzt auch nicht. Vielleicht so ins Rötliche rein. Das ist ja fast schon gelb. Sehr dunkel. Ja, warum nicht? Ne? Sie hat ja auch dunkle Haare. So. Gibt es jetzt auch grüne Haare? Nee, das sieht mir zu punkmäßig aus. Dann so ein bisschen Stil muss schon sein. Pink finde ich jetzt auch nicht so gut. Gab es das vorher schon? Die Möglichkeit grüne Haare? Ich weiß nämlich jetzt überhaupt nicht, was davon... von den Addons kommt. So, hier, nee, so einen Hut will ich nicht haben. Hier, so ein Sack auf dem Kopf. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Pimmel. Oder so eine Bratwurst oder sowas. Nee, das wollen wir alles nicht haben. So ein Hut hier, so einer wäre cool. Das überlege ich mir noch. Ach, ich weiß ja nicht. Welche Farbe denn dann? Müssen wir... Schwarz? Nee, schwarz ist doof. So ein Grün vielleicht. Es herrscht in der Künstlervilla auch vor, dieser Teint. Gucken wir dann mal. So, jetzt geht's zu den eigentlich interessanten Dingen, nämlich zu den Klamotten. Das, was sie da jetzt trägt, ist ja eher so, naja, passt nicht so richtig. Irgendwie fallen mir gerade auch die Proportionen noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Da kann man noch ein bisschen was machen. Irgendwie ist der Oberkörper viel zu... Ja, so ist besser, glaube ich, ne? Der Oberkörper ist irgendwie viel zu schmal im Vergleich zu den Hüften. Gebärfreudiges Becken ist gut. Dann können wir eine große Künstlerfamilie ranzüchten. So, ich möchte... Hotpants. Nein, um Gottes Willen. Was haben wir denn hier? Warum hast du eigentlich so eine ungesunde Körperhaltung, Frau? Können wir so nicht lassen. So, du musst natürlich aufrecht durchs Leben gehen. Du bist eine kunstschaffende Person, die anderen Menschen Freude bringt. So wie Let's Player. So. Was haben wir denn hier? Sowas. Nee, ich wollte eigentlich erstmal den Oberkörper. Perfekt, so lassen wir das. Sieht aus wie so eine Zuckerstange. Nee, lass mal. Oh. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Erstmal die Alltagskleidung definieren. Boah, diese Hose, die irritiert mich gerade. Das müssen wir mal wegmachen. Die Schuhe machen wir auch mal weg. So. Was ziehen wir der guten Dame denn mal an? Hier sowas vielleicht. Das ist doch gut. Das sieht gut aus. Warte mal, da machen wir hier was Richtung Braun.
Wobei die Farben müssten eigentlich relativ keckig sein. Das sah. Nee, aber das sieht so 80er aus. Nee, oder 70er besser gesagt. Das will ich nicht haben. Das will ich nicht haben. Dann machen wir mal. Boah. Ja, lassen wir das erstmal so. Dann machen wir die Beinkleidung. Ich wollte auf jeden Fall nicht länger als eine Folge nur mit der Charaktererstellung verbringen, weil das finde ich ein bisschen pervers, wenn sich das so lange hinzieht. Ich meine, das kann man ja auch später alles noch ändern. Glaube ich. Oh, nee. Das ist ja hässlich wie die Nacht, ey. Ja. Wobei, irgendwie hat es ja auch was. Nur der Hut ist irgendwie doof. Der gefällt mir gar nicht. Der passt auch farblich nicht. So, das Braun passt auch nicht so richtig. Ich glaube, den Hut... Ach, hier, Prinzessin Leia. Ich glaube, den Hut lassen wir erstmal sein. Mit Krempe, Baseballmütze. Ja, ich glaube, den Hut lassen wir. So, machen wir erstmal Schuhe. Ich weiß nicht, vielleicht will die Frau ja auch einen Rock tragen, aber es ist natürlich immer so eine Frage des Geschmacks. Sandalen. Ja, genau, so Gesundheitssandalen sind doch genau das Richtige. Ja, sowas habe ich mir vorgestellt. Genau sowas. Sowas würde die Frau tragen, aber sowas von. Gut. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus für die Alltagskleidung. Machen wir mal weiter. Ich meine, die Hose kann man diskutieren, ob die jetzt so toll ist. Andererseits sieht sie sehr bequem aus. Und das ist die Hauptsache. Wenn ihr wüsstet, was ich manchmal für hässliche Sachen anhab zu Hause. Nur weil die voll bequem sind und sie keiner sieht. Ja, wollen wir vielleicht mal bei Röcken gucken. Ich glaube, das ist nichts für die. So was vielleicht noch. Aber dafür ist sie eigentlich... zu stilbewusst, um so einen Schwachsinn zu machen. So ein schwarzer Lappen da, ich weiß ja nicht. Das hat irgendwie was von... von Handtuch um eine Hüfte gewickelt. Oh, hier so ein Glitzerrock. Schön, mit Pailletten. Och ja. Nee, lass mal. Nee, ich glaube, eine Hose ist schon besser. Vielleicht so eine... Die ist auch nicht schlecht. Mit so Röschen. Wobei, nee, das passt nicht. Das ist nicht modern genug. Muss irgendwas richtig Modernes sein. Was haben wir noch? Ist das modern? Oh, das ist so eine Jogginghose, ne? Das ist so... Oh. Nee. Dicke Frauen in Jogginghosen. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin zwar auch gerade eine dicke Frau in Jogginghose, aber das ist der Unterschied. Das muss man nicht sehen. Die Frau hier müssen wir den ganzen Tag sehen. So, warte mal. Komm, lassen wir es erstmal bei der Hose. Die ist doch okay. So, Abendkleidung. Nee, doch Abendkleidung. Wie sieht's aus? Was habt ihr da? Haben sie das hier gefiltert? Jetzt können wir gucken. Vielleicht hier so ein Kleid oder so. Sowas. Oh, sieht aus wie ein Goldfisch. Gibt's das noch in Orange? Dann sieht's wirklich aus wie ein Goldfisch. Das hat aber was, ne? Das hat was. Das ist irgendwie ganz nett. Dann brauchen wir jetzt noch passende Schuhe dazu. Fertig. So, Abendkleidung fertig. Dann Sportkleidung. Die Frau wird nicht so viel Sport machen, glaube ich. Deswegen werden wir da uns jetzt auch schnell entscheiden. Wieso bauchfrei vielleicht? Nee, lass mal. Was habt ihr da denn? Hier so ein Schlabberpulli ist doch gut als Sportkleidung. Find ich gut. Und da geht die Kaffeemaschine an. Aus, besser gesagt. Oh, da sagt er was. Da muss ich meinen Kaffee, darf ich nicht vergessen. Den muss ich natürlich nebenbei trinken, sonst ist der gleich kalt. Keine Let's Play-Folge darf mich von meinem Kaffee abhalten. Boah, also für den Pulli hatte ich mich ja schon entschieden. Ich wollte nur die richtige Farbe. So ein Grün vielleicht oder so ein Blau. Nee, das Grün ist eigentlich... Oder Gelb. Gelb ist gut. Nehmen wir Gelb. So, Hose. Hier so eine schöne Sportleggings. Oh ja, geil.
Genau, und Schuhe noch. Dann nehmen wir mal was Dunkles. Boah. Nee, nicht mit Klettverschluss. Klettverschluss hat mich meine ganze Kindergarten- und Schulzeit über gequält. Das will ich nicht mehr. Diese Geißel der Menschheit. Klettverschlüsse sind furchtbar. Ja, die sind doch super. Nehmen wir die. So, jetzt geht's an die Schlafbekleidung. Diese albernen Schuhe, die so tun, als wären sie witzig, wollen wir nicht haben. Aber dafür... Habt ihr da auch irgendwie was Spannenderes zum Schlafen? Klar, ich schlafe auch immer im Handtuch. Davon ist doch nichts übrig am nächsten Morgen. Nee, danke. Gibt's da eine dezente? Nee, da gibt's auch nichts ohne Muster. Och, nee. Ups. Jetzt hätte ich fast ihre Kurven verändert. Nee, aber das ist doch auch nichts Bequemes zum drin schlafen. Ich bitte euch. Och, nee. Im Hotdog-Kostüm kann sie auch schlafen, finde ich. Bestimmt bequem. Da kann man sich das Bett sparen. Da legt man sich einfach im Hotdog auf den Boden. Mache ich auch regelmäßig. So. Ach so, weil das ein Ganzkörperteil war. Grün ist doch gut. Ja, machen wir mal grün und als Oberteil nehmen wir einfach irgendwas. Mensch, muss ja jetzt nicht so lange dauern. Gelb? Gelb ist gut. Passt. So, dann Ausgehkleidung. Also, ich habe immer noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Abend- und Ausgehkleidung ist. Ich meine, man kann ja wohl auch in Abendkleidung ausgehen und in Ausgehkleidung den Abend verbringen. Naja. Boah, lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur Ausgehkleidung. Nee. Habt ihr da ganze Dinger? Das ist immer das Bequemste irgendwie. Hier so ein Ding. Das ist doch gut. Sowas hier. Boah, nee. In grün. Und die Schuhe noch. In... Das ist das falsche Grün. Habt ihr auch so ein blassgrün? Ja, hier, diese Clownsschuhe sind doch hervorragend. Die passen doch sehr modisch dazu. Kann natürlich auch... Ach nee, nicht so was Unbequemes hier. So ein Braun oder so. Passt, ne? Nicht gut. Tja, man könnte natürlich auch die Hose, was ist? Bin da immer noch nicht so ganz zufrieden mit der normalen Hose. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde jetzt auch nichts, was da irgendwie cooler passen würde. Das ist alles irgendwie nix. Ey, nicht so was Getupftes. So, wo waren wir? Wir waren bei der Ausgekleidung. Da könnten wir ihr dann vielleicht den Hut wieder aufsetzen. Da fällt das dann, da ist das ja nur kurzweilig. Das kann man machen, finde ich. Nee, komm. Ich will da keinen Filter haben. Oder hier so ein Legionärshut ist doch auch super. Oder das. Och, nee. Was denkt? Manchmal frage ich mich, was diese Entwickler eigentlich im Kopf haben. Außer Flausen. Hier so ein brauner Hut. Oder wir nehmen wieder den... Ja, so ist super. So. Nee, wo war ich jetzt? Ich wollte... Genau, jetzt kommt noch... Noch die Badebekleidung. Genau dieser Badeanzug muss es sein. Und bitte kein... Keine Accessoires. So, Ohrringe möchte ich eigentlich auch nicht haben. Kann man auch noch Badelatschen sich geben. Finde ich ja irgendwie schon in Gelb. So. Schön. So, ich schalte nochmal kurz durch. Standardbekleidung, Abendbekleidung, Sportbekleidung,
Schlafbekleidung, Ausgehkleidung und Badekleidung. Das können wir jederzeit noch ändern, wenn uns das irgendwie auf den Sack geht. So, dann muss ich mir noch kurz einen Namen ausdenken. Ich weiß gar nicht mehr genau. Der Nachname ist Extrava. Hab ich mir so gedacht, von extravagant, ne? Und der Vorname ist... Priscilla. Priscilla heißt die Frau. Ich kann es gerade gar nicht richtig erkennen, ob es richtig geschrieben ist wegen dem Ding Story Overlay, aber ist ja auch egal, ne? Kann ja mal passieren, dass man seine... dass man mal sein Kind falsch benennt, so, dass man da einen Rechtschreibfehler drin hat. So, dann wollen wir mal gucken, was hat die Frau denn so für Ambitionen? Priscilla Extrava ist natürlich auf jeden Fall voll drauf aus, kreativ zu sein. Herausragende Malerin. Dieser Sim möchte, dass sich in seinem Leben alles um Kunst und Malerei dreht. Genau, das ist jetzt die Sache. Was möchte sie an Kunst machen? Möchte sie Autorin sein? Möchte sie Musikerin sein? Oder möchte sie Malerin sein? Und da ist auch schon einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, dass sie etwas dicker ist, weil dicke Leute können oft sehr gut singen. Ist wirklich so. Die haben dann ein stärkeres Stimmenvolumen. Deswegen sind halt Opernsängerinnen auch immer dick. Oder oft. Immer ist jetzt ein bisschen sehr generalisierend an der Stelle, aber nee. So, man hat doch immer dieses stereotypische Bild der dicken Opernsängerin vor allem. Opernsängerin im Kopf. Und das hat durchaus seinen Grund, glaube ich. So. Alles klar. Die Frau ist auf jeden Fall sehr... Also sie möchte gerne... Nee, warte mal. Genau. Musikalisches Genie, Profimusiker und Songschreiber. Wobei, ist das denn... Hat das eigentlich was mit Singen zu tun? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man dann auch Sänger ist. Wäre ein bisschen schade, wenn nicht, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, berühmter Schriftsteller. Boah, ich kann mich nicht entscheiden, Mensch. Nicht, dass sie dann ein Songschreiber ist. Das finde ich ja irgendwie langweilig. Ich meine, als Sänger schreibt man ja nicht unbedingt selber Songs. Puh, Bücher schreiben. Mach mal Bücher schreiben, oder? Bei Bücher schreiben ist aber irgendwie langweilig eigentlich. Dann nehmen wir in Kauf, dass sie vielleicht doch nicht Sängerin wird, sondern vielleicht irgendwas anderes. Sehen wir dann, was es da gibt. So, Kreativität ist das Lebensziel. Dann noch die Persönlichkeit festgelegt. Sie ist sehr kreativ natürlich. Sie ist äußerst... Ja, Musikliebhaberin sollte natürlich irgendwie passen, ne? Kunstliebhaberin auch auf jeden Fall. Boah, das ist aber auch ein bisschen langweilig, ne? Warte mal, was haben wir denn noch? Also sie isst auch sehr gern und kocht sehr gern, finde ich. Warte. Boah, wo ist das denn? Bücherwurm, Genießerin, hier. Sind zufrieden, haben Spaß, wenn sie gutes Essen bekommen. Ja, genau. Kunstliebhaberin, kreativ. Ja, weiß ich jetzt nicht. Was haben wir denn noch für interessante Sachen? Tollpackschig, packschig, wahnsinnig, kindisch, chaotisch. Faul, nee, das passt alles nicht. Gesellig könnte man vielleicht noch machen. Aber das ist... Nö, so passt das eigentlich, ne? Sie ist kreativ, sie ist eine Kunstliebhaberin. Oder Musikliebhaber. Ich finde, Musikliebhaber passt besser einfach. Genau. So. Passt. Und jetzt klappen wir das hier mal noch aus. Sie ist eine junge Erwachsene. Ja, das klingt sehr melodisch. Sehr melodisch, Spiel. Das verstehst du unter einer melodischen Stimme. Sehr schön. So. Jetzt noch den Gang. Selbstbewusst.
Ja, das ist wieder war sehr schön gemacht hier. Stolzer Gang. Femininer Gang. Trotteliger Gang. Schleppender Gang. Und federnder Gang. Ich wäre für den... Nee. Ich wäre für den stolzen Gang. Oder? Oder der normale Gang. Wir nehmen den normalen Gang. So. Okay, jetzt haben wir den fertig und jetzt kommt der nächste Sim. Hammer kurz am Kaffee nippen. So. Und zwar ist das ein Genetikexperiment. Nein. Neuen Sim hinzufügen. Hey, Reginu Nopsa. Nee, du kannst gleich wieder gehen. Du siehst aus wie heißt der Typ nochmal? Till Schweiger, oder? Auf dich habe ich gar keinen Bock. So, das ist Xorbert mit seinem Bruder Norbert. Den werden wir auch noch bauen. Aber nicht jetzt. Der wohnt nämlich nicht in dem Haushalt. Xorbert und Norbert und dann gibt es auch noch einen Nantbert und einen Xantbert. Die verteilen sich einfach so über die Stadt dann. So, Xorbert, Extrava, natürlich auch. Und die beiden sind ja auch verheiratet. So, die sind Ehefrau, ne? So. Wie er gleich macht. Sakini Mixler. Das geht schon in eine sehr gute Richtung, bis auf die Tatsache, dass er ein bisschen aussieht wie so ein Nazi oder so. So ein Hipster-Nazi, das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen eigentlich eher... Jetzt kann ich mein Mikrofon hier nicht hinstellen, weil meine Schlappen im Weg sind. So, wir wollen eigentlich lieber... Also eine dicke Hornbrille muss der auf jeden Fall haben. Warum hat sie eigentlich keine? Das wollte ich... Die müssen beide eine dicke Hornbrille tragen, weil es einfach das perfekte Klischee ist. Jawohl, oder hier so orange ist besser. Genau so sieht das nämlich richtig aus. So, und er hat... Nee, sorry, aber das passt nicht. Ja, sehr individuelle Persönlichkeiten, die ich hier durchklicken kann. Ich stelle mir gerade vor, wie sie halt erstellt, wie sie halt geboren werden und sofort wieder sterben, wenn ich sie wegklicke. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Bleiben wir mal bei dem. So, direkt mal die Brille ändern. Da hätte ich gerne auch was. Die andere war irgendwie besser. So. Die Haare, die müssen anders aussehen. Da müssen wir was anders machen. Da müssen wir... Wie spät ist es? Okay. Passt eine halbe Stunde. Naja, wir sputen uns ein bisschen. Puh. Keine Ahnung. Irgendwas... Nee, nichts Sarazar-mäßiges. Auf gar keinen Fall. Er ist auf jeden Fall auch voll der Kunsttyp und kriegt so leicht... Ja, das ist schon die Richtung, die ich mir vorstelle, tatsächlich. Ich hätte nur gerne geguckt, ob wir noch... Haben wir noch längere Haare, die ein bisschen wirr sind. Ja, das sieht noch besser aus. Genau das wollte ich. So, und jetzt... der Bart ist eigentlich schon sehr gelungen, muss ich sagen. Oh, nee, so nicht. Ich meine, künstlerische Persönlichkeiten, die sind ja jetzt nicht so trendorientiert. Die tragen einfach das, was ihnen gerade so gefällt. Und ihm gefallen halt Spitzbärte. Aber die Ohrringe müssen noch weg. Also grüne Ohrringe würde ich jetzt eher kritisch einstufen. So, das mit dem Sakko ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, super, dann sieht er gleich aus wie mein Musiklehrer oder so. Ich weiß ja nicht, ob ich sowas haben will. Was haben wir denn hier? Perfekt. Nee. Viktorianischer Professor. Nee.
Boah, da fällt mir wieder ein, was ich heute Nacht geträumt habe. In meinem Traum heute Nacht hat Marco sich so einen Anzug gekauft. Und ihn mir stolz präsentiert. Mit Helm natürlich. Und er sagte zu mir, er hätte das aus dem Fanshop von Dr. Who. So, warte mal. Nee. Ach nee, bitte nicht. Aber dass der so dürr ist, passt schon mal gut. Das möchte ich so haben. Genau, er ist dann übrigens auch ein sehr Garten. Er ist dann, hat dann auch Gartenarbeit sehr gern. Nur ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was möchten wir denn haben? Jacken, T-Shirts, Pullover, Anzugjacken, genau. Ja, das hat doch was. In die Richtung können wir gehen. So, dann... Er ist auch ein bisschen älter als sie übrigens. Habe ich mir so überlegt. Und... Ja, kann man machen tatsächlich. Ja, nur das passt jetzt mit der Jacke natürlich nicht farblich, ne? Da müssen wir uns was anderes überlegen. Da nehmen wir dann vielleicht... So? Nee, das ist zu bunt. Das... Die Hose. Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist jetzt die, ja. Boah, ich kann mich immer ganz schlecht entscheiden bei sowas. Aber die Hose finde ich, glaube ich, gut. So, dann müssen wir noch wegen den Schuhen gucken. Das muss auf jeden Fall was Dezentes sein. Oder hier so Lackschuhe oder so. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht. Oder vielleicht was Runderes. Und hier so Opa-Schuhe. Nee. Keine Opa-Schuhe für Xorbert. Finde ich nicht gut. Ich überbrücke ein bisschen Zeit mit schlimmen Gesang, damit ihr euch die Ohren zuhaltet und in der Zeit nicht merkt, dass ich nicht vorankomme. Tja. Ich glaube, wir bleiben mal bei diesen Schuhen. Die sind aber so bläulich. Oder habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Ich weiß nicht, was das für eine Farbe sein soll. Naja, passt schon. So, jetzt hätte ich gerne bei den Ohrringen. Also Ohrringe sind ja so an sich kein schlechter Entwurf. Nur das müsste was in eine andere Richtung sein. Das müsste dann was Braunes, ein bisschen dezenteres auf jeden Fall sein. Was ist denn das hier eigentlich? Gehört das auch zu Accessoires hier, diese Handschuhe? Nee. Der muss ja irgendwo diese Kette hier haben, oder? Oder gehört die zum Outfit? Das kann natürlich... Nee, die gehört nicht zum Outfit. Accessoires, Handschuhe, Armbänder. Das ist ja lustig irgendwie. Ach hier, Ketten. Wieso eine Surferkette? Nee. Das wiederum. Könnte man machen. Könnte man fast machen. So in Schwarz. Oder? Doch, das wertet auf. Das wertet auf jeden Fall auf. Das nehmen wir. So, jetzt hast du deine Alltagskleidung fertig. Jetzt machen wir Abendkleidung. Auch was ganz Klassisches hier, so ein Sakko. Ja, so richtig schön Opa-mäßig. Nee, sowas. Wieso sollte der seine Brille denn ausziehen? Seid ihr doof? Der muss weiterhin seine Brille tragen. Immer. Auch beim Sport. So... nee, falsch. Die ist es. Erstmal die Brille überall aktivieren. Oh, ist das schön! Das ist doch genau das Richtige eigentlich fast schon. Als würde das Spiel wissen, was ich will. So. Outdoor-Kleidung? Nee, ich will... Wieso hast du keinen...
Oh, ist das hässlich. Wieso bin ich jetzt schon bei der Badekleidung? So, Schuhe möchte ich gern nicht blau bitte, sondern schwarz. Hier so dicke Schuhe, das kann man eigentlich fast so lassen, oder? Keine Brustbehaarung, der Typ. Und natürlich auch keinerlei. Richtig dünn ist der. Ein bisschen breitere Schultern können wir ihm natürlich trotzdem noch geben. Wir sind ja keine Unmenschen. So, Sportbekleidung. Nee, das. Ja, das passt hervorragend. Passt das? Das passt super zusammen. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte. Boah, jetzt muss ich wieder. Wieso haben die denn keine Sport. Keine Sportsets hier für mich vorbereitet? Komm hier hin und das ist alles überhaupt nicht vorbereitet, EA. Was ist denn mit euch? Oh ja, das ist das genau das Richtige. Ja, nehmen wir das und als Hose. Ba, 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 ba. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht so geil aus, das muss eigentlich bleiben. Diese Schuhe sind auch super. Was Graues oder Schwarzes. Oh. Hässlich wie die Nacht, aber egal. So, Nachtwäsche. Haben wir da vernünftige Schlafanzüge? Nee, wir haben immer nur das hier. Warum auch immer ihr meint, dass das wichtiger ist als ein Schlafanzug. Man weiß es nicht. Ja, genau, hier sowas kariertes. Grau. Er ist halt eher so ein bisschen der konservative Typ. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. So, Hausschuhe dürfen auch überhaupt nicht fehlen. Gar keinen Fall. So, das passt gut, weil da ist so ein bisschen rot mit drin in dem Schlafanzug. Dann die Ausgekleidung ist eigentlich so, wie sie ist, schon richtig, schon perfekt. Also gefällt mir total gut. Gucken wir doch trotzdem noch mal kurz, ob was wir hier noch haben. Aber ich glaube, das sieht so, schon so, wie es ist, fast gut aus. Vielleicht das hellere Braun lieber. Haben wir hier noch eine andere Farbe irgendwie vielleicht? Nee, das müsste schon der gleiche Braunton sein. Das wäre ganz nett. Hier sowas oder so. Ja, perfekt. So. Und Badebekleidung. Da müssen wir dir noch eine schöne Unterhose, Badehose aussuchen, Xorbert. Denn Xorbert ist da ein bisschen eitel. Der ist auch nicht so, der zeigt sich auch nicht so gerne in Badebekleidung. Das ist bei ihm immer so eine Sache. Da geht er nur. Boah, der sieht ja schlimm aus. Der sieht richtig, richtig ausgezehrt aus, der Typ. Das jetzt wegen Muskeln, oder? Ja, so sieht er dann immer in seinen Träumen aus. Und wenn er dann aufwacht, sieht er so aus. Boah, das sieht echt nicht gesund aus, Junge. Deswegen macht er das halt. Deswegen versteckt er sich immer, wenn es baden geht. Ist ein bisschen doof, weil die haben ja einen großen Pool. Aber vielleicht schafft das ja noch, an sich zu arbeiten und zu trainieren. So, wie sieht das denn im Gesicht eigentlich aus? Die Nase ist schon mal ganz gut. Ich glaube, wir machen das, die Nase sogar noch ein bisschen größer. Genau, so ist doch gut. So, und dann wollen wir gern noch das Kinn ein bisschen spitzer haben. Meine Sims 4 lädt ja nahezu ein dazu, Karikaturen anzufertigen. Finden wir die Augen gut oder wollen wir andere Augen? Nee, nicht solche, sondern die sind ja eigentlich ganz okay. Detailbearbeitung vielleicht noch ein bisschen, wobei ich da nicht so. Die Ohren können gerne auch ein bisschen abstehen. Nee, nicht so. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, machen wir die Schultern noch ein bisschen breiter, dass er nicht ganz so schlimm aussieht. Hier noch ein bisschen
Es muss ja nicht den Eindruck erwecken, als würde er gleich verhungern. So. Was haben wir noch? Den Nacken ein bisschen so. Das sieht dann ein bisschen adlermäßig aus. So. Ja, ein bisschen was auf dem Rippen hat er schon. So. Was haben wir... Was hatten wir bei der Frau gemacht? Da hatten wir irgendwie im Gesicht gar nicht so richtig was verändert, ne? Finde ich aber auch die Nase eigentlich schon fast passend. Jawohl, das sieht doch schon gut aus. Guckt auch immer so freundlich. Denkt, sie hat jede Menge von der Welt zu erwarten. Welch naives Dingchen. So. Ja gut, das reicht dann auch, glaube ich. Also sie hat lila Augen, also weil sie trägt halt gerne farbige Kontaktlinsen. Trotz Brille. So, jetzt müssen wir den aber wieder anziehen hier. Wieder seine großartige Alltags... Eigentlich ist die Alltags... Eigentlich müssten wir das hier swappen, dass das die Alltagskleidung ist. Geht das denn? Kann man das tauschen? Nee, es geht natürlich nicht. Können wir das kopieren irgendwie? Nee. Zufällig, nee, ich will nicht zufällig. Aus welcher Kategorie ist das denn? Oh. Finde ich doch nie wieder. Mit Knöpfen. Mit Köpfen. Oh, das nervt ja. Dass ihr das so doof gemacht habt, dass man das hier nicht kopieren kann. Naja, dann ist das halt die Alltagskleidung. Wobei, ich bin nicht zufrieden. Eigentlich hätte ich gerne lieber das als Alltagskleidung. Sag ich ganz ehrlich. So, dann machen wir das mal anders. Dann sagen wir mal, ich möchte hier Ausgehkleidung. Ich will doch nur dieses Ding wiederfinden. Hier ist es doch. Grau passt ja fast noch besser. So. Und was hatten wir als Hose? Dieses Ding. Auch bei Ausgehkleidung. Objekte filtern. Party. Ne, ich find's nicht. Die ist hier doch gar nicht dabei, Spacken. Jeans. Hosen. Na, ihr seid ja witzig, ey. Tja. Man kann hier halt auch nicht sehen, welche Kategorie das ist. Hosenausgekleidung. Hosen. Rocker. Der Rocker-Stil. Nee. Hipster ist auch super. War das die hier? Nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir halt bei der bleiben. Oder wir... Finde ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So, und hier würde ich gern... Ausgekleidung Hipster. Na gut. Nee, hier würde ich gerne die Hose wechseln. Hier würde ich ganz gern... Jetzt mach mal den Filter da weg. Diese Hose wieder haben. Genau. In der Farbe und dann... Ich tausche das jetzt einfach. Nee, das ist das falsche Sakko. Das war bei Anzugjacken. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich weiß noch nicht, ob der sowas Extravagantes anziehen würde. Wahrscheinlich nicht. Oder? Vielleicht ja doch. Das hier war's. Das war diese Lehrerjacke. In Schwarz. Schwarz gibt's gar nicht, oder was? Dann war das doch nicht die richtige. Dann war's die. Genau, die war's. So. Genau. Oder man nimmt doch die. Nehmen wir doch die. So. Passt auf jeden Fall jetzt.
Jetzt bin ich mir hier noch nicht sicher. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ob wir das in braun oder schwarz haben wollen. Ich glaube, braun ist besser. So. Das ist jetzt die richtige Hose. Dann hier so in rot oder so. Oder blau. Ne, blau ist nicht gut. Ne, rot ist schon gut, oder? Ah, ich kann mich nicht entscheiden, Mensch. Schwarz. Rot, blau, grün, alles auf einmal am besten. Ja, komm. Nehmen wir einfach die Jeans, oder? Passt schon. So, das sind die Outfits. Großartig. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir Xorbert. Warm. Mr. Koi, believer. Oh ja, das klingt ein bisschen rauchig dann. Mr. Glorb. Aha, Fenaya. Ha, Barner's a talk. Hey, Reginu Nupsa. Suna, ich weiß nicht, ich höre da immer keinen Unterschied so richtig. So, der ist ein bisschen älter auch schon. Genau. So, und den hätte ich ganz gerne auch. Kreativität. Und der ist Maler. Habe ich mir so überlegt. So, der malt halt Bilder. Und er ist auch Genießer und der ist vor allem ja, Perfektionist. Genau, der ist Perfektionist, aber total. Und Snob. Ha, Garnish perhaps. Ja. Aber jetzt fehlt mir irgendwie gerade kreativ. Aha. Na, vielleicht, dann ist er halt einfach nicht kreativ. Dann ist er zwar Künstler, aber nicht kreativ. So. Dann haben wir es fertig, ne? Würde ich sagen. Das sind unsere beiden Liebchen hier. Ja, wieso hast du denn deine Sachen nicht angezogen? So. Schick, die beiden. Total schick. Weil er natürlich irgendwie mit der Jacke nicht, wahrscheinlich nicht so richtig in die Künstlervilla passt, aber es ist halt so. So. Dann erstellen wir das mal. Schön, die beiden. So. Neues Foto will ich. Die nimmt doch ganz schön viel Platz ein. Extrava. So, und in der nächsten Folge werden wir uns dann eine Stadt aussuchen, wo wir die beiden unterbringen und dann werde ich da noch das Haus einziehen lassen, das Haus hinstellen, was ich gebaut habe und das wird toll. Bis zur nächsten Folge, ciao.